Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Piefke Logistics. Wir sind hier oben mit der MS Dinky jetzt in Nuuk angekommen. Und für heute auf dem Plan stehen definitiv hier Georgia Ports. Ne? Da gibt es ja die fette Ausstellung mit 95% Zustand. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ist denn die MS da Hostel, ist die denn in so einem super Zustand? Ich hoffe doch. Nicht, dass die mir jetzt hier 99%, na, das passt, alles klar. Gut, dann können wir Nuuk mal mit der MS Dinky anlegen. Die gucken wir uns natürlich manuell an, weil ich wissen will, wie ein Hafen in Grönland aussieht. 16.400 Einwohner. Wow, das ist ja fast so groß wie Potsdam. Wo zur Hölle? Ist das ein, was ist ein Fisch? Das ist ein Wal. Wie heißt das denn? Das ist der Wal süß. Aber was macht ihr da? Ihr geskripteten Fische, könnt ihr euch nochmal bewegen? Nur für mich, weil ihr gerade, ich habe mit einem Schiff leider drauf gestanden. Naja, vielleicht kommt noch mal einer. Mit Kind sogar. Absolut knuffig. So, da hinten müssen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bisschen Gas geben wir hier. Ach so, das ist ja wieder eine Fieder, ne? Die slidet ja wieder so um die Kurve. Boah, Alter. Also easy ist was anderes hier, wa? Kann ich mal so sagen. Ah, das kriegen wir hin. Das ist eine Frage der Ehre hier. Das ist, Captains Ehre ist das hier. Okay. Langsam, aber sicher pirscht er sich an seinen Platz. An seine Bestimmung. Und das passt. Und so ähnlich, ich hatte ja letztens in irgendeiner Folge mal erzählt, dass es bei dem Ports of Core Titel früher gab es ja so Riffe und das sah so ähnlich aus. Da musstest du quasi hier so um so Berge einfach drumherum schiffen. Finde ich traurig und finde ich schade, weil Riffe gibt es ja hier auch, aber die kannst du nur umfahren, aber jetzt nicht einfach so sagen, okay, shit, anhalten. Uff. Okay. So viel zum Thema eine Frage der Ehre. Wird nix. Die konntest du quasi wirklich so umschiffen und das fand ich eigentlich ganz gut. Finde ich schade, dass wir das hier rausgenommen haben. So. Nuuk haben wir natürlich jetzt ein bisschen was abgeliefert. Wir müssen uns jetzt Sachen aussuchen. Textilien kommen an, Möbel kommen glaube ich auch an. Holz und Stahl. Okay, Auftragsliste. Wir suchen uns jetzt was aus der Auftragsliste, was nicht so weit weg ist. Und was natürlich alles weit weg ist, ist so klar. Es ist so arschklar. Okay, dann legen wir mal direkt ab. Und zwar fahren wir nach Halifax. Vielleicht gibt es ja da was. Ach shit, ich hätte ein bisschen Gas geben können. Kacke, vergessen. So, jetzt mal hier wieder seichte Töne. Summer Day, Kevin McLeod. Die Werft. Jawohl, wollte gerade sagen, das ist ja jetzt die Messe. Die Schiffsmesse ist nun vorbei und unsere Reederei wurde definitiv gesehen und gut aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Wie, das alles? Ich dachte, gibt es noch einen Preis oder sowas? Gut, okay. Dann kann ja die MS da Horstel endlich mal hier ein bisschen Kohle verdienen. Wo geht's denn hin? Nach Balboa? Mit Lebensmitteln? Nein. Waffen nach Gio. Das klingt schon mal gut. Und danach kannst du direkt radioaktive Ware dahin bringen. 35 Millionen. Fett. Und dann nochmal. Alter, stopp. Stop it. Medikamente. Schade, hat keine Kühlung drin. Eieieiei. Ah, sonst wäre das super gewesen. Na, komm, wir testen das mal. Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht klappt es ja. Dann haben wir fett 50 Millionen eingenommen. Krass. Das muss ich testen. Ich kann nicht anders. So, wir sind voll, wir legen ab. Wir wollen nach, wo müssen wir eigentlich hin? Nach, weiß ich nicht, kann ich nicht aussprechen. Wo ist denn der Hafen? Da, der ist das. Ah, okay. Gut, ja dann, hier, gib ihm. Volle Fahrt voraus. So, die MS Coral P ist auf dem Nuuk-Weg, genau. Die Nanubi nach Colombo und die MS Rockel ist im Meer noch nicht ganz.
Was? Die MS Stinky hat Schiffbrüche. Schon wieder? Naja, gut, komm. Retten wir die mal. Im Namen des... Im Namen des... Jetzt fehlt mir das Wort. Colombo. Da wollte ich hin. So, die MS Rockel ist fertig. Sehr gut. Dann kann sie ja wieder zurück nach Buenos Aires und sich um den Auftrag kümmern. Natürlich. Ist ja klar. L.A. San Antonio für 13 Millionen. Chemikalien. Santos. Komm, nimm mal Maschinen mit nach Santos. Bestätigen. Vollgetankt ist sie. Dann legen wir ab nach Santos und fahren direkt danach nach Buenos Aires. So. Einmal mit Chalupi und gib ihm. Und er hat immer noch seine Schiffsbrüchigen. Okay. Beruf ist gestiegen. Traumhaft. Halifax. Einmal anlegen, bitte. Warum geht der nicht direkt wieder rein? Das verstehe ich nicht. So, nachtanken. Was hast du denn hier? Maschinen für nur. Darfst alles nicht laden. Macht mir aber nichts aus. So, Maschinen einmal durch. Stahl vielleicht noch? Stahl nach Luok? Nee. Okay. Dann nehmen wir zweimal Maschinen mit und dann sollte das auch Geschichte sein. Auftrag annehmen. Maschinen. Zack. Ablegen. Dahin. Und zzt, gib ihm. So, die MS Danubi ist in Colombo. $19 Millionen, Alter. Hallalü. Ach, sind wir schon durch. Nochmal 32 bekommen. Und guck dir das an. Geile Shit. Haben wir noch irgendeinen Auftrag? Aktuell keine mehr, ne? Nee. Dann gucken wir doch mal. Balboa, Petersburg, das ist mir zu weit. Maschinen, okay. Spirituosen. Antiquitetas. Das sind doch Antiquitäten, oder? Fossile Ink. Muss ja. Colombo nach Oakland. Das ist nicht so weit. Gibt aber auch nicht so viel. Post. Naja, Post kannst du alleine tragen. Korn. Ich glaube, der Maschinenauftrag, der lockt mich so ein bisschen. Obwohl du da immer durch die Gegend quer über den Globus schippern musst. 12 Monate, dann komm, hier Vertrag annehmen. Vladivostok. Spirituosen nach Vladivostok. Das ist von links oben nach... Nee, da musst du immer durch um Indien rumschippern. Nee, ist mir zu weit. Auch 12 Monate. Nee, du. Das passt schon so. Okay, wir machen mal hier dicht. Und ich gucke gerade, habe ich... Ich habe natürlich wieder keinen Timer angemacht. Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß ungefähr, 10 Minuten haben wir noch. Dumm-di-dumm. Zweigstelle in Shanghai errichten, okay. Hier ist Stahl noch spannend. Und Holz. Holz, Donnergeier! Maschinen auch. Maschinen kommen jetzt an. Textilien kommen auch an und Möbel kommen, glaube ich, auch an, ne? Das heißt, wir brauchen bloß noch Elektronik und Stahl und die ganzen Gedöns. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist alles noch im grünen Bereich. Magnat werden, okay. Die alte bucht bald wieder ab, ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, lass uns mal hier noch ein Schiffchen, nach einem Schiff Ausschau halten. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, badam, bam, bam. Bam, badam, bam, bam, bam. Bam, badam, bam, bam, bam. Bam, bam. Ich gucke. Ich überlege, warte mal. Ja, natürlich Credisi. Wie viel können wir denn Credisi-mäßig aufnehmen? 300. Darf ich mal bitte was machen? Ich würde gerne mal 300 Millionen aufnehmen. Oh mein Gott. So. 10 Millionen Kredit aufnehmen. Jawohl, ihr habt recht gesehen. Ich, maximale Expansion. Maximale Expansion, das ist das Ziel. So, wir nehmen die.
Super Speed W. Und die kaufen wir. In Hamburg. Jawohl. Und die taufen wir. Das wird die MS Xomoda. Nein, jetzt kann er schon wieder nicht. Oh nee. Oh gut, du willst mich doch verarschen. Jetzt hat er schon wieder diesen Bug drin. Escape abbrechen kann ich nicht. Ich kann nur hier machen. Nee. Die Betty. Gut, die Betty ist... warte mal, pass mal auf. So viel... wir machen mal hier einfach so. Schiff taufen. Schiff verkaufen. Haben wir 10 Millionen miese gemacht. Ist mir aber gerade... egal. Ich hasse diesen Bug. Der nervt echt... der nervt richtig ab. So, 400... Millionen. Ja, passt. Schiffe kaufen. Jetzt ist natürlich das Schiff meiner Begierde nicht mehr da. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber gut. Mit 400 Millionen lebt sie es auch gut. Und die MS Danubi kann natürlich erstmal hier wieder Textilgüter. Nee. Wo ist sie denn? In Colombo? Luxusgüter. Das klingt doch gut. Nach Santos. Okay. Dann fahren wir nach Santos, junge Frau. Ablegen. Nach Santos. Und ich glaube, dann kann sie auch... ja, ein Facelift kann sie mal gut vertragen. So. Zack. Mit Schaluppi, bitte. So, jetzt müssen wir auf neue Schiffe warten. Die MS Da Horschel ist da. Hat 25 Millionen gemacht. Gut abgestimmt. Super Balancing hier in dem Spiel. Boah, passt hier gar nicht mehr auf hier. Die MS Da Horschel. Fetter Klopper. So. Einmal betanken. Wir werden, ach, nun kommen wir nicht. Santos, 10 Millionen. So, dann fahren wir auch mal nach Santos. Haben wir vielleicht noch was anderes? Gino, Hongkong, Bangkok, liegt irgendwas auf dem Weg? Nö, liegt nicht. Für 10 Millionen, naja, ist ja fast für die der Horstel ist das eigentlich ein Scheißgeschäft, aber die passt. Ich finde die gut, weil die auch schnell ist. Schnell wie der Wind. 400.000 einmal Schluppi, Halleluja. So, die MS Stinky ist in Nuuk angekommen. Das heißt, der Auftrag ist auch hier ganz gut gefüllt. Es fehlen jetzt wirklich bloß noch... ach so, Textilien und Möbel sind immer noch nicht da. Ach na, wie geil ist das denn? Ist ja ein Traum. Zum Hafen, gut. Ich dachte, das ist schon erledigt. Und die muss repariert werden. Oh, die sieht aus. Gut. Was ist in der Nähe? Natürlich nichts. Ach komm, leck mich doch. Wir fahren mal Reykjavik. Vielleicht gibt es ja da was. Vollspeed, jawohl. Gib ihm. Die MS Stinky in Reykjavik. Mit Schluppi. Zum Hafen bitte. Auftragsliste nach Nuuk. Textilgüter, jawohl. Nur, mehr nicht. Okay, Auftrag annehmen. Dann warten wir nochmal 2 Tage. Neue Aufträge verfügbar. Nach Nuuk. Schon wieder Textilgüter. Ach, Kacke. Na gut. Dann machen wir es halt einzeln. Ablegen. Nach Nuuk. Oh, Tank vergessen. Aber gut, hat noch gereicht. Neue Schiffsangebot. Jetzt geht's los. Long Range. Super Speedway. Da ist wieder eine. Sehr gut. In New York. Nehmen wir. Bitte. Warte mal. Stopp. Zack. Spielstand speichern. Piefglock. Jawohl. Spielstand speichern und überschreiben. Abbrechen. Spiel fortsetzen. Die Horstel ist in Santos. Ja, kann sie ja. Die Spannung steigt ins Unermessliche. In New York gekauft. Und ich kann wieder nicht. Es kotzt mich an. So, wir machen folgendes. Wir machen hier an der Stelle einen Cut und ich werde nachladen und das Spiel vorher nochmal neu starten. In dem Sinne, ich danke fürs Einschalten. Immer fleißig kommentieren und kritisch sein. Ich würde mich freuen über eine kleine Konversation unter dem Video. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und bis dann.